Erstmal kein Snack. Ja. Und wir schauen mal hier rein. In Hogwarts lässt die Mantel natürlich um. Aber hier. Zieh die mal an. Hier sieht das schon. Ich habe ein neues Outfit bekommen. Und das gleich mal angezogen. Und es sieht noch viel stylischer aus. Mit dem schwarzen Schal ist das nochmal umso besser. Bescheidenheit ist meine größte Stärke. Deswegen habe ich eine golden und schwarze Rüstung an. Ja. Ich habe ein bisschen offscreen gespielt, nicht offscreen, aber in den Aufnahmen. Okay. Die Invasion ist kaputt. Sie hat den Apfel unsichtbar gegessen. So, hier noch kurz ziehen wir natürlich mal mit den guten alten Woods mal an. Da sieht man da gar nichts mehr, was drunter ist. Jung. Ein Questmenü zeige ich euch am besten. Bei den Aufträgen. Da habe ich ordentlich aufgeräumt. Hier hätten wir eine ganze Liste an Quests. Das gibt's exklusiv auf YouTube. Das habe ich, da habe ich aufgenommen. Also ihr verpasst gar nichts. Ab morgen, wenn ihr das live seht, ab morgen, den 18. Februar, startet mein Hogwarts Legacy Let's Play auf YouTube. Wenn das jetzt auf YouTube seht, wisst ihr, wie viel vorproduziert wurde. Etliche Parts. Und ja, hier zwei Nebenquests, hier das mit dem Demigeist-Mond, das habe ich noch euch übrig gelassen, und die Quest mit Pippin habe ich, mit dem Perry Pippin, mit dem, das war der Zaubertränkehändler, Hogsmeade, das habe ich noch aufgeschoben, aber die anderen Nebenquests hier habe ich alle, habe ich weggeputzt, habe ich alles in der Aufnahme außerhalb des Streams gemacht. Ich denke, das werde ich auch weiterhin so machen, dass Sidequests einfach in der Aufnahme passieren, da kann ich sie ganz in Ruhe machen und ungestört, und dann können wir uns in Stream, in den Streams auf die Hauptquests, auf die Storyquests konzentrieren und auf die Professoren-Hausaufgaben-Quests. Da müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Die Böse auf individuierten Gegner, das müssen wir uns mal merken. Wir werden wahrscheinlich wieder auf Gegner treffen. Aber erstmal treffen wir uns heute mit Sebastian in Feldcroft. Das machen wir mal bei der Hauptquest weiter. Nachdem ich jetzt stundenlang Sidequests gemacht habe, habe ich jetzt auf jeden Fall Bock, mal wieder die Hauptquests weiterzumachen. Gut, höchste Eiszeit. Okay, ich muss also in diese Richtung durch den Hufflepuff. Natürlich nicht. Ich glaube, wir machen mal eine Schnellreise. Wo haben wir denn den passendsten Punkt? Der nächste Schnellreisepunkt. Ui, das ist auch ein ganz schönes Strickchen. Lower Hogsfield haben wir. Aber nicht Upper Hogsfield, das ist da drüben, das ist oben. Lower Hogsfield. Ich glaube, da war ich mal bei der Nebenquest. Lower Hogsfield. Da war eine ganz schöne Reise hier. Oder die Waldfee. Wir werden fliegen, aber das ist schon. Das ist ein ganz schönes Stückchen. Schneid euch in den Aufnahmen. Wer hier wohl wohnt? Ach, hier sind wir. Okay, das ist aber Upper Hogsfield, oder nicht? Ist das denn die richtige Richtung? Upper Hogsfield war was anderes. Das war Upper Hogsfield war mit dem. Das war ja das Dörfchen mit der, wo die. Wo die alte Dame und die mit zu drüben lebt und so weiter.
Okay, da waren wir, hier waren wir aber auch schon. Rote alten Magie. Ein, zwei Sidequests liefen ja. Ich glaube, wir waren ja auch mal mit Nazi. Waren hier mal kurz. Während der Hauptquest, während des Teams. So wirklich drin hier, also ab hier bin ich auch noch nicht weiter. Das machen wir jetzt. Ich werde, glaube ich, mal die meiste Strecke. Eigentlich würde ich gerne mal fliegen, aber wir müssen das auch mal zu Fuß machen, wo es eine lange Strecke ist. Das Outfit wollte ich mal ändern. Müssen wir nochmal den Mantel abstreifen und unser Cape anziehen. Dann sehe ich wieder heldenhaft aus. Machen wir heute mal einen kleinen Spaziergang am Anfang. Klingen wir natürlich leichter und bestimmt auch schneller. Liegen Münzen auf dem Weg. Einerseits deswegen sollten wir laufen. Andererseits haben wir dann, finden wir auch dann besser die eventuell Schnellreisepunkte und so. Ja, und ich habe hier bei Talentpunkten habe ich hier was freigeschaltet. Oh, ich habe einen Tropf verdient. Ist ja interessant, das werde ich mal weitestgehend ignorieren. Twitch-Drops ist auch mal interessant im Stream. Ich habe hier neue Slots freigeschaltet durch die Talentpunkte. Können wir jetzt hier durchs Mausrad scrollen und mehrere Zauber einsetzen. Gleichzeitig nicht unbedingt, aber ja, Rest Momentum haben wir auch. Ah, das ist ein Spinnen. Du bist widerlich. Jo. Aber wir konnten sie besiegen, ohne sie zu sehen. Ist doch gut für alle. Ganz positiv für alle Spinnenfeinde. Und alle, die Angst davor haben. Das wird aus der Ferne besiegen, nicht so nah ankommen. Ich habe eigentlich auch eine Spinnenangst, aber hier im Spiel machen die irgendwie mir keine Angst. Oh, wo sind wir denn hier? Hogwarts, da geht's nach Hogwarts. Cambridge Fatcroft. Müssen wir doch eigentlich hier weiter, oder nicht? Ach ja, man kann auch hier lang den Weg nehmen. Ich glaube, der ist so kürzer. Und der ist interessanter. Da kommen wir hier noch nach Avondale. Können wir mehr an Landschaft erkunden. Wir gehen mal hier lang. Ob wir da ein bisschen länger unterwegs sind. Was wollte ich gerade sagen? Was habe ich gerade gesagt? Ein Spinnen, ja, ich habe Arachnophobie. Ein bisschen, aber hier im Spiel sind die Spinnen sind irgendwie jetzt nicht so. Die sind zu groß, um mir Angst zu machen. Also ist irgendwie, ich habe eher Angst vor kleineren Spinnen. Ich habe eher so eine Insektenangst. Ist was so klein und alles was klein ist und krabbelt und kriecht, das ist. Ach, nee. Das kann ich nicht, aber. So riesige Spinnen. Achso, ich dachte, das wäre böse.
mit so kleiner. So kleine Hautspinnen, die finde ich schon. Ach. Widerlich und Angst erfüllend. Aber so riesige keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Heute kann ich es nicht aussprechen. Die Riesenspinnen hier. Die tun mir irgendwie nichts. Die triggern meine Angst jetzt nicht wirklich. Also ein bisschen ist schon ein bisschen furchteinflößend sind sie schon, aber. Ein Schloss muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Schon so ein bisschen uff, aber. Nichts Nennenswertes. Lässt mich jetzt nicht erzittern. Okay, aber die Musik ist mir zu gruselig. Da hole ich ab. Ist irgendwie eine Quest Merlins oder was haben wir hier? Rot der alten Magie. Sollten wir uns vielleicht doch mal besser umschauen. Noch mal zwischendurch halt machen. Aha. Da ist die alte Magie. Okay, ist hier irgendwas passiert? Okay. Dann halt nicht. Wir folgen weiterhin den Navi durch die Landschaften. Laufen dann einen kleinen Umweg, aber ja, was so ist. Kingbridge. Nein, nach Kingbridge wollen wir nicht. Aber hier weiter lang. Joa, eine kleine Wanderung, um aufhören zu sprinten. Zeit. Mal gucken, können wir die schönen Landschaften hier genießen, während wir durchlaufen. Ein bisschen die Welt genießen. Und hier haben wir einen Händler. Händlerin. Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Hallo, ich treffe hier während des Schuljahres nicht oft auf Hogwarts-Schüler. Ich bin Priya Treadwell zu Ihren Diensten. Ich verkaufe eine Auswahl an Reisebedarf. Sind Sie mit Nora Treadwell verwandt? Aber ja, sie ist meine Frau, eine geniale Historikerin. Ah, wussten schön. Sie, dass sie Merlins Lebenswerk erforscht? Ich habe sie getroffen und sie hat mich in ihre Arbeit eingeweiht. Ich bin jetzt auch beteiligt. Oh, wie wunderbar. Dann müssen Sie auch ziemlich genial sein. Jedenfalls, ich hoffe, dass Sie an mich denken werden, wann immer Sie einmal Reisebedarf benötigen. War sehr nett, Sie kennenzulernen. Was verkaufen Sie hier? Dann schauen wir mal, ja? Ein Besen. Familienerbstück Besen.
Mal das Familienerbstück abkaufen. Mit 2500. Braucht man nicht für irgendeine Quest die Tränke? Und nicht die, die sie hat. Die Tannenblätter. Mondstein. Können wir hier mal was verkaufen? Ich hätte noch mal im Raum der Wünsche vorbeischauen sollen. Ich habe hier interessante Sachen gefunden, die man im Raum der Wünsche enthüllen kann. Und der Hut, der sieht eigentlich echt recht schön aus. Ich identifiziere den Gegenstand Kopf, legendär. Okay, den behalte ich nochmal. Den Schal können wir verkaufen. Der Kopf sieht vielleicht mal gut aus. Die beiden Sachen behalte ich noch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich etwas kaufen würde. Tja, so ist das mit NPCs, die da sind. Im Prinzip können wir alles verkaufen. Aber das, was schön, wir am Körper haben. Wir können eh den Look beliebig ändern. Wir brauchen eigentlich nur ein Item pro Slot. Wir brauchen ja eine Brille, einen Hut, können das beliebig alles, was wir jemals hatten, können wir hier ändern. Ist ein tolles Ding im Spiel. Müssen wir aber erstmal erkunden. Müssen wir erstmal herausfinden, dass man den Look der Sache ändern kann. Warum treffen wir uns eigentlich so weit außerhalb von Hogwarts? Ist ja wirklich am Arsch der Welt, wo wir uns treffen. Ist ja hier. Der abgelegenste Punkt auf der Karte gibt es hier. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwann mal weitergeht. Scheinbar irgendwie schon. Die Karte geht noch ein Stückchen. Es ist ja hier wirklich von dem angezeigten Bereich. Ist das wirklich der abgelegenste Teil? Also, Hogwarts ist hier wirklich ein Tagesmarsch entfernt. Das ist nicht wie Hogsmeade hier mal nebenan. Ich frage mich, was uns dort erwartet. Was das Slytherin dort von uns will. Das ist schon etwas. Ich würde sogar sagen, ziemlich zwielichtig. Etwas und sehr verdächtig. Habe ich doch was gesehen. Ich habe nicht gehört. Eine Mühle. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Was kann gefährlich werden? In die Mühle zu gehen? Okay, hier die Treppen hochzugehen. Okay, das lasse ich doch mal lieber sein, oder? Oh. Revelio. Juwelenbrosche. Die wunderschöne Brosche stellt einen magischen Vogel dar. Welche Vogelart genau ist unklar. Manche glauben, es handele sich um der Vögel der mittelalterischen irischen Druiden Cleodana, die Kranken in den Schlaf sangen. Das Ding, ja. Mitnehmen können wir es nicht. Es liegt ja einfach so als Deko rum. Was machen wir jetzt hiermit? Reparo. Nö. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Wer baut denn solche Treppen? Okay.
Zutritt unerwünscht. Wie lautet eine Sidequest? Das muss zu etwas Großem führen. Verzeihen Sie, haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Marfia Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Eigentlich das, aber... Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Grabble meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Aha. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Dann müsste da ja ein Schnellreisepunkt geben. Wenn es sich ergibt, werfe ich einen Blick drauf. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Mache ich gerne mal eine Aufnahme außerhalb des Streams. Aber hier ist eine Merlin. Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Heute nicht. Sowas ist sehr gut für außerhalb des Streams. Wählen das mal wieder aus. So, wie ist das Rätsel? Kann man das lösen? Revelio! Hier schläft einer. Revelio! Aha. Wenn ich ein Rätsel was nicht verstehe. Incendio. Okay. Lass mal die riesigen Kürbisse zerstören. Anbauen. Revelio. Sehe ich keinen Hinweis. Ah, die hier vielleicht. Das war's aber nicht. Revelio. Ach, da oben. Oh, hier sind ein paar erschwinderen Eier. Kann ich gebrauchen. Sind gut für den Wettbewerb. Revelio. Muss irgendwo noch mehr davon sein. Sehr viele Erschwinderinnen, naja.
Revelio. Ein Jobberknäuse haben wir schon, müssen wir nicht noch mehr fangen. Das Rätsel ist noch nicht geschafft, die stehen noch irgendwo. Welche von den Statuen rum. Die können auch nicht weit sein. Vielleicht können wir auch die Sidequests, die wir gerade bekommen haben, von denen her, wenn wir eh schon auf dem Weg dort sind, die Statue untersuchen, wenn es auf dem Weg liegt. Ich fürchte, diese Prüfung muss ich gleich mal auslassen. Revelio. Ich sehe nämlich nicht, wo es noch welche sein könnten. Ach dort, hier dort. Gefunden. Was haben wir denn hier? Ein Dämon? Gar nicht so knifflig, Merlin. Prüfung bestanden. Ich wollte es schnell aufgeben. Was mit diesen Merlins Rätseln auf sich hat, weiß ich auch nicht. Wenn wir da vielleicht irgendwann mal Lumos. Wenn man da vielleicht irgendwann mal erhält, was das bringt, oder ist das einfach ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das für irgendwas brauchen. Irgendwie zwingend alle Rätsel gelöst haben müssen. Hey, Wondale, da sind wir doch. Da gibt es wohl schon den Reisepunkt. Den würde ich gerne mal mitnehmen. Ich schrubbe lieber Kessel, als mit Muggeln zu arbeiten. Eine Muggelrassistin. Wieder mal auf Abenteuertour? Jo. Ey und ey. So, wie sieht's hier aus? Finde Madame Twiddles mysteriöse Statue. Südwestlich von Irondale in der Nähe von Ruinen. Okay, wenn wir eh schon mal hier sind. In der Nähe von Ruinen. Das soll direkt hier sein. Südwestlich ist diese gerade eingenordet. Dann müssten hier irgendwo, muss das die Rede von hier irgendwo sein. Und nee, so südostlich. Vielleicht diese Ruine dort. Die ist ja auffälliger. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ist noch eine Prüfung Merlins. Ob es sicher ist, da reinzugehen? Sie schon wie wir sie lösen müssen. Zwei Prüfungen, ja, jetzt auf einem Fleck. Na, das war klar.
Revelio. Den habe ich von selbst gesehen. Incendio. Ne, auch nicht. Revelio. Ah, hier ist noch einer. Incendio. Wir beobachten mal. Wie, was? Ist doch noch eine dritte? Noch eine vierte, meine ich. Revelio. Müsste der dann irgendwo hier liegen? Hier haben wir einen, dort haben wir eine. Sehen nur die drei. Und Pens von denen die erste ist. Revelio. Weiß ich aber auch nicht. Müssen wir sie gleichzeitig aktivieren. Sieht ziemlich dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Nee, lass mal. Wir kommen jetzt nicht mehr weiter. Flohfliegen sammeln. Und hier müssen wir mal rüberschweben. Dann aktiviere ich gerade mal die Sidequests. Vasenmanöver. Wenn es ein Rätsel ist, dann. Uff. Okay, die Ruine dort unten. Sammeln. Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. Ja. 21, aha. Warum sind hier nur so viele Wachen? Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Es sind nicht mehr viele Vasen. Ach was. Letzten paar finden wir auch noch. Nummer 17.
habe es gleich. Nur noch eine Vase. Na, das ist dann immer das Schwerste. Incendio! Letzte Vase ist es. Also wenn man 20 Vasen hat und oder nur 18 Vasen noch hat, ist das gut, aber wenn dann nur noch eine fehlt, ist dann das Schwerste. Aha. Statue enthüllt. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Kampfarena. Okay.